Dafür ist der Kampfbaum auf jeden Fall eine ganz gute Möglichkeit. Und ja, an GP kommt man hier halt echt super easy, wie ich sehe. Mensch. Wobei, GP bekomme ich über die Bank auch so viele, das ist unglaublich. Hey, Amphira. Wie viel Schaden macht denn dir so eine Dunkelklaue von mir? One-Hit, okay. 200. Ja, dass 200 nicht viel sind, das weiß ich. Ja, ich meine, so ein Megastein für 68 ist halt teuer. Stimmt, 64, nicht 68. Ja gut, auf die 4 kommt es ja noch nicht mehr an. So. Spurt. Mach du mal hier den Rest. Ich hab da nichts, was irgendwie Schaden macht. Oh nein, es hat einen Schwertkampf drin. Naja. Ja gut, so, dann wäre Blutsauger halt vierfach gewesen, aber ich meine, ne? Egal. Außerdem, außerdem müsste die Akrobatik trotzdem stärker gewesen sein. Können wir gerade nochmal nachgucken. Moment, Moment. So. Bericht. Akrobatik hat eine Stärke von 55, 110, wenn ich kein Item trage. Bekommt Stab, bin ich bei 165. Das verdoppelt sind 330. Blutsauger hat eine Stärke von 80. Das vervierfacht ist 320. Ich war um 10 Punkte stärker. Mit der Akrobatik. Ja. Von daher. So. Dunkelklaue. Boss Win. Überreste. Mistvieh. Nee, Tomomo, ich hatte heute nicht vor, irgendwelche Viewer-Battles zu machen. Es wird es in Zukunft eventuell auch nochmal geben, aber nicht heute. Heute habe ich da echt keinen Bock drauf. Ach komm schon. Wehr doch nicht ständig meine Angriffe ab, ey. Moment. Moment, du hast meinen Angriff abgewehrt? Das Wix-Ding trägt ein Blendpuder. Ich krieg ja Kotzen, ne? Krieg ja schon mal das Kotzen, wenn ich sowas sehe.
Blindpuder, ey. Bäh. Schlimmstes Item, wo gibt. Mal was von Evasion Claws gehört, ha? Blendpuder ist verboten. Don't do Blendpuder. Yay. Noch ein GP. Weiter geht's. Okay, das ist halt gerade echt ein bisschen lächerlich, ne? Oh, Rotom, hi. Das bin nicht ich, der da von mir in dritter Person spricht, das ist der Nightbot. Der Bot spricht von mir in dritter Person, weil der Bot bin nicht ich. Ist doch vollkommen richtig. Hey, Glaziola. Ich mag es nicht, Evolutions zu töten oder zu besiegen. Die sind so niedlich. Alle. Manche mehr als andere, aber die sind alle niedlich. Giotesto, ja. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, was du mir gönnen solltest, aber ja, du kannst mich nerven. Das stimmt wohl. Oh Gott. Toxic Protect. Ehrlich jetzt. Hi, yo, Hooker. What up? Nicht viel tatsächlich. Außer hier so ein nerviges Giotesto. Das gerade versucht hat zu Double Protecten. Oder war sogar schon Triple Protecten? Keine Ahnung. Zu nerven. Ja, kann ich machen, nur dann muss ich aufpassen, was er macht und so button mash ich einfach durch und erledigen halt trotzdem. Ich meine, ich kriege ja die AP wieder geheilt, was soll's. So. Weil Igelsamen und Irrlicht gehen halt auch nicht durch den Protect durch. Werden halt auch geblockt. Oh, this is a German stream, so my chat's in German at this time as well, so yeah. I guess that's why you do not understand what Tomomo said. Or wrote, rather. Medital ist zurückgerufen, ja Mensch.
Okay. Nachthieb, ja, den halte ich aus, Dicke. Ich habe eine fette Verteidigung. Yeah, you are nevertheless welcome. That's correct. That's correct. Schleudert einfach mal seinen Kingstein, ne? Warum nicht? Wait, what? Okay. Die Akrobatik tat weh. Deswegen also die Schleuder. Ja, gehen wir auf X-Bot. Dann akrobatiken wir doch auch mal. Well, Jojo, here in Germany most people speak English, I guess. Or if not most, it's really many. I mean, at this time, children start learning English in third grade, I think. When I was in school, it was fifth grade, so yeah. We do learn English pretty early on, and that's why so many people here in Germany speak it. And I always loved the English language. I think it's pretty cool, so I try to further my English beyond what I learned in school. Aber zurück zu Deutsch. Zurück zu Deutsch. Flunkiefer. Yeah, and there's Google Translate. Right. ja, komm, Dunkelklaue. Dunkelklaue for the win. Ein Traunmagil, ja Mensch. Da erst recht. Dunkelklaue for the win. Ich hätte jetzt geschrien, wenn das Traunmagil selber Dunkelklaue gekonnt hätte. Hey Rockara, du bist doch wieder robust, ne? Ah, na gut, ist eigentlich auch egal. Oh, Chelterra, Mensch. Das ist ja mal was. Das ist ja mal ein Ding, du.
Ich würde gerade sehr gerne auf meinen Chat ein bisschen mit eingehen. Da der Stream hier halt auch auf meinem YouTube-Kanal mit landen soll, der deutschsprachig ist. Und da möchte ich halt nicht so viel Englisch sprechen. Game Robbed, huh? Ja, komm. Einfach weiter Dunkelklaue durch. Was soll's? Das Viech ist über 20 Level unter mir. Was soll's mir können? Laxo, da kann ich nicht weiter mit der Dunkelklaue raufhauen. Oh, come on, Yo-Yo. That was a typo. I mean, the J and the H are directly beside each other on the keyboard, so that was definitely just a typo. Ah, was ist das für eine Beere? Eine Zitro, ja gut. Wenigstens kein 50% Beere. Momo, vielen Dank für dein Follow. Die Kämpfe sind halt echt gerade ziemlich öde. Ich will den Run einfach einmal durchziehen und dann ist gut. Flunkiefer hatten wir schon mal mit einer Dunkelklaue gewone-hitted. Da hatten wir es aber gecritted, ja. Und der Crit war... hat gemattert. Oi. Das tat so ein bisschen weh, tatsächlich. Ah, schon wieder ein G-Testo. Natürlich protectest du first round. Henna. So. Okay. Dann wollen wir uns doch mal hier durch die Schutzschilde durchfressen. So gut es geht. Oh, okay, so your German friend mispronounces the words, or does he really think that the word when means want?
Because I can kind of see how you can think that want would be pronounced when or went. So yeah. Diese Schutzschildtaktik, ne? Nervig wie sonst was. Zum Glück heile ich mich halt genug gegen, dass mich das Toxin nicht stören muss. Echt jetzt Double Protect. Penner. Naja. Spiegelsam haben wir uns ja gerissen. Willie, oh Gott, das. Ah, dieses Mistviech, ey. Dieses bulky Mistviech. Ich hasse es, gegen Willie zu kämpfen. Ist Butter. Ei. Die Dance, yo, ist klar, Mann. Ist klar, Alter. Ah. Okay, I see. Oh, echt jetzt? Ganz schöne Genesung gegen sogar Antikraft. Yay, ist ja ein ganz tolles Set. Die Sache ist halt. Gut, je nachdem, was du sonst noch im Team hast, würde dort dann eventuell auch ein Sandsturm ziemlich gut reinpassen. Oder du hast halt was anderes im Team, um den Sandsturm rauszubringen. Weil wenn das Ding eh schon voll Spätstef ist und dann noch im Sandsturm, das wäre böse.